Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe Buchpost von Thalia bekommen und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist der Karton ein bisschen lediert. Ich hoffe, dem Inhalt ist nichts passiert. Ist hier auch noch mal extra tatsächlich zugeklebt, weil ich hatte diesen Schnapper hier schon aufgerissen. Okay. Also, was ich schon mal sagen kann, dass Thalia das nicht nochmal extra irgendwie in Papier einschlägt oder so. Ihr könnt das hier ein bisschen sehen. Hier ist kein Papier drum. Ich hole mal alles raus und dann schauen wir uns das Ganze an. So. Hier ist nochmal ein bisschen Füllmaterial drin. Sonst nichts, kein Lieferschein, keine Rechnung oder sowas. Und zwar habe ich mir eine Buchreihe gekauft, die ich schon mal besessen habe, aber tatsächlich weggegeben habe. Und das ist die Twilight Saga. Ja, die habe ich damals gehabt mit diesem anderen Cover, mit diesen Gesichtern drauf. Habe ich aber dann weggegeben, weil... Ja, warum? Das kann ich euch gar nicht so genau sagen, warum ich die eigentlich weggegeben habe. Ich weiß gerade gar nicht genau, in welcher Reihenfolge sie gehören. So. Jedenfalls habe ich dann danach gesucht und habe ja, ein bisschen geschaut, wo ich die Ausgaben noch herbekomme. Also die Ausgaben von früher definitiv nicht mehr. Ich meine auch, ich hätte teilweise Hardcover gehabt, teilweise Taschenbuch und auch diesen extra Teil von, wie hieß die nochmal, Bree Tanner oder so? Glaube ich. Für diejenigen unter euch, die das kennen, die werden es wissen. Aber ich habe mir jetzt mal die ersten vier einfach nur nochmal bestellt. Und die gab es tatsächlich nur noch so. Und das war ein bisschen schwierig. Es gab die auch noch in einer Taschenbuchausgabe mit so ja, in weiß und teilweise mit rotem Farbschnitt. Aber ich habe mich dann im Endeffekt für die Hardcover entschieden. Ja, dadurch, dass Thalia das nicht nochmal separat einpackt, seht ihr hier, sind jetzt so ein kleiner Macken drin. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben hier einen Buchumschlag und scheinbar sind die komplett, also das zumindest ist komplett weiß. Auch hier nichts Besonderes oder so. Ja, das ist, oh, sorry, ich wollte euch nicht anstoßen, definitiv Teil 1. Ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, in welcher Reihenfolge die sind. Aber ich mochte die Buchreihe sehr gerne und ich muss sagen, ich fand es super schade, dass ich die weggegeben habe. Da ärgere ich mich auch sehr drüber, denn Teil 1 kostet hier einfach mal 19,99 €. Ja, das ist auf jeden Fall Band 1. Jetzt muss ich mal gucken, vielleicht steht das auch hier drauf. Das müsste auch Teil 2 sein. Mal gucken, ob das auch weiß ist. Nein, in dem Fall ist es jetzt grau, also passend wieder Umschlag. Aber auch hier nichts Besonderes irgendwo gestaltet oder so. Alles ganz normal. Ja, also auch hier so kleine Macken halt einfach, ne? Stört mich jetzt nicht super dolle, finde ich aber ein bisschen schade immer, weil ich auch, wenn ich solche Bücher lese mit Schutzumschlag, ich tatsächlich die Schutzumschläge immer abmache, weil ich echt immer Sorge habe, dass die mir kaputt gehen oder ja, schmutzig werden. So, mal schauen. Übrigens, Teil 2 kostet auch noch 19,99 €, Teil 3 22,99 € und Teil 4 24,99 €. Also ist das Teil 3. Jetzt müssen wir mal schauen, da müsste der ja in Rot sein. Ne? Ich finde tatsächlich das optisch aber sehr hübsch, das gefällt mir gut. Hätte ich aber noch schöner gefunden, wenn das nicht auf dem Schutzumschlag wäre, sondern direkt hier. Also auch hier, ne? Das Ganze in Rot, auch nichts Besonderes hier. Und Teil 4, ich glaube, der ist auch dicker, der Band. Ups.
müsste jetzt ja so dunkelgrau sein. Ja, ist so dunkelgrau. Also das finde ich tatsächlich nicht schlecht, dass das da ein bisschen angepasst wurde. Auch hier seht ihr, Schutzumschlag ein bisschen eingerissen. Ja, welche Ausgaben fand ich schöner? Auch hier, ne? Wie gesagt, stört mich jetzt nicht so dolle, aber es gibt auf jeden Fall viele Personen, die ja, sich mit den Büchern befassen, die das einfach super schade finden, wenn die dann so aussehen. Okay, jetzt liegt es einmal auf dem Kopf, aber macht nichts. Ja, ob ich jetzt die Ausgaben schöner finde oder die anderen, das kann ich euch gar nicht so genau sagen. Optisch gefallen mir die tatsächlich besser. Ich mache euch einmal ein bisschen hoch. Oder auch nicht. So. Okay, Kameraeinstellung ist heute gar nicht. Ja, also sagen wir es mal so. Die anderen hatten, soweit ich mich erinnere, keinen Schutzumschlag, sondern waren direkt Hardcover ohne Schutzumschlag. Und das heißt, da war das Hardcover direkt quasi ja, gestaltet. Das hätte ich hier halt schöner gefunden, wenn das hier auch so gewesen wäre, also ohne Schutzumschlag und dafür das Cover lieber gestalten. Hier wären natürlich auch total schön irgendwelche Farbschnitte gewesen in den jeweiligen Farben. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wann jetzt diese Bücher erschienen sind, diese Version. Ich weiß nicht genau, ob es drin steht. Nee, ich glaube nicht. Steht jetzt nochmal was von 2016, also könnte durchaus sein, dass der Verlag die da nochmal neu aufgelegt hat. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch, dass ich so ziemlich keine Ausgaben mehr gefunden habe. Es war echt schwierig, die zu bekommen und ich bin froh, dass sie jetzt auch hier sind. Optisch gefallen mir die Ausgaben tatsächlich besser. Also optisch finde ich die auf jeden Fall schöner, das gefällt mir hier besser mit dem Design. Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass das nur der Schutzumschlag ist und nicht an sich das Hardcover selber. Ja, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass sie jetzt hier sind. Ich werde jetzt mal einen Platz in meinem Bücherregal suchen gehen. Und ja, ich wollte euch das einfach nur kurz zeigen, dass diese Buchreihe wieder bei mir einziehen durfte. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Buchreihe auch habt und welches Design oder welche Optik ihr habt. Und ja, ich überlege mal, ob ich mir den anderen Teil noch von Bree Tanner kaufe. Ist ja eigentlich nur so ein Zusatzband, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Zumal es das, meine ich, auch nicht als Hardcover gibt, sondern ich glaube nur als Taschenbuch. Ich schaue gerade mal eben auf dem Handy. Ich habe, glaube ich, übrigens im letzten Teil mal irgendwann Stephanie Meyer gesagt. Die heißt irgendwann Stephanie Meyer. Ja, genau. Das heißt, bis zum ersten Sonnenstrahl, das ist das hier. Und das müsste ein Taschenbuch sein, ja. Das heißt, passt optisch zwar dazu, ist aber ein Taschenbuch. Ja, brauche ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Kostet 8 Euro. Hatte ich damals tatsächlich als Hardcover, wenn mich nicht alles täuscht. Ist halt immer sehr schade, wenn man die Bücher dann weggibt und später denkt, oh, okay. Aber ja, also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr auch solche Ausgaben von der Biss-Reihe besitzt und wenn ja, welche das sind. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne Feedback in den Kommentaren da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.